Konnichiwa, Minasan. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Yaoi? Yaoi ist erstmal eine Abkürzung für Yamanashi, das heißt so viel wie kein Höhepunkt. Ochinashi, das heißt so viel wie ja keine Punchline oder keine Pointe. Und Iminashi, was so viel wie keine Bedeutung heißt. Daraus macht man dann aus Yama, J-A, dem Ochinashi das O und dem Iminashi dem I, Yaoi. Das charakterisiert das Yaoi-Genre im Grunde auch schon ganz gut, denn die Geschichte hat im Grunde keine wirkliche Bedeutung, es gibt auch keine wirkliche Pointe und so ein richtiger Höhepunkt, so ein Klimax, wie man es aus einem Drama oder einer Geschichte kennt, den gibt es auch nicht wirklich. Worum geht es dann aber genau in Yaoi? Es geht um die homosexuelle Liebe zwischen Männern und diese Yaoi-Mangas richten sich vor allem an heterosexuelle Frauen. Es geht in Yaoi-Mangas dabei vor allem um menschliche Beziehungen, wobei es aber so als Regel gilt, dass Frauen innerhalb dieser Mangas eigentlich nicht auftauchen. Auch hier, ähnlich wie bei den Doujinshi, nimmt man wieder populäre Charaktere aus dem Mainstream-Fernsehen oder aus Anime und Manga und bringt diese männlichen Charaktere dann in einer Liebesbeziehung sozusagen zusammen und geht da auch ein bisschen mehr ins Detail, also in Intimitäten, das wird auch gezeigt, geht manchmal dann sogar schon so ein bisschen in die pornografische Richtung und es wird dann eben gezeigt, wie diese männlichen Charaktere eine Beziehung miteinander führen. Da ich eben Doujinshi angesprochen habe, dieses Yaoi-Genre war sozusagen auch der Kern dieser Doujinshi-Bewegung, also das war so die Themen der ersten Doujinshi, auch eben diese Beziehungen zwischen Männern und die Yaoi-Manga machten dann auch wirklich einen großen Teil der Conventions in den 1980er Jahren aus in Bezug auf Doujinshi. Es geht in diesem Genre also nicht so sehr um Geschichten, sondern eher um die sexuelle Darstellung von Beziehungen zwischen Männern. Mittlerweile gibt es auch wirklich richtig kommerzielle Produkte mit originellen Charakteren, die dann also nicht von Fernsehserien oder anderen Originalwerken genommen worden sind, sondern wo man sich wirklich originale Charaktere überlegt hat und diese originalen Mangas werden dann auch als Boys Love betitelt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Boys Love Mangas, das sind dann also Originalwerke, wo man jetzt nicht einen Fernsehcharakter genommen hat und von einem anderen Manga noch einen Charakter und die irgendwie zusammengebracht hat. Dieses Genre wird in der letzten Zeit wirklich immer und immer populärer, dabei nicht nur in Japan, sondern es gibt in Amerika mittlerweile auch eine Yaoi-Con. Es verbreitet sich also wirklich global und erfreut sich immer mehr Popularität. In Japan lesen es auch wirklich sehr, sehr viele Frauen lesen das. Auch wenn sie es oft nicht zugeben, ja, sie verstecken das immer so ein bisschen auch vor ihren Freundinnen, weil es manchmal doch so ein bisschen peinlich ist, dann Boys Love oder Yaoi zu lesen. Aber viele, viele japanische Frauen lesen Boys Love oder Yaoi und es ist mittlerweile in Japan wirklich auch ein Riesenmarkt für japanische Frauen. Das war es im Grunde auch schon vom Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was Boys Love oder Yaoi-Mangas sind. Wenn das immer noch nicht ganz verstanden habt, dann schaut am besten mal im Internet nach, googelt ein bisschen, da findet ihr auch bei der Bildersuche von Google dann relativ viel, da kann man dann relativ schnell einen Einblick gewinnen, was denn Yaois jetzt wirklich sind und wie das dann in der Praxis auch aussieht. Falls ihr euch mehr für Japan, die japanische Kultur oder auch die japanische Sprache interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei meinen Online-Kursen vorbei, Links dazu unten in der Beschreibung und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!